Hallo allerseits, Ethereum hier, willkommen zu Part 6 von Brandon Revolution Let's Play. Im vorigen Part haben wir Globox und Carmen befreit und von Globox außerdem auch hier das Power-Up für die Faust erhalten. Den goldenen Schuss. Und damit, ja, haben wir jetzt glaube ich alles, was die Faust angeht. Es fehlt glaube ich nur noch eine Fähigkeit, soweit ich weiß, aber die bekommen wir ja später. Ich glaube erst bei der dritten Maske. Apropos, wenn ich schon mal über die Masken spreche. Ja, in diesem Part werden wir die zweite Maske uns holen. Wir haben die beiden Leute hier befreit. Globox und Carmen, deswegen, ja. Können wir jetzt auch die zweite Maske angehen. Bei der Zuflucht von Feuer und Stein. Ein Feuer und ein Stein. Ich weiß, der war lustig. Dieser Riesententakel von vorhin müsste jetzt auch weg sein, soweit ich weiß. Müsste also eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Hoffe ich zumindest. Hier war ja, glaube ich, die Schädelhöhle, genau. Da müssen wir noch nicht hin. Ballbuch. Ballbuch. Aber erst einmal zur Zuflucht. Kamera hat sich gerade eben. So, jetzt ab. Yep, da ist Carmen. Sie hat den Tentakel vertrieben. Hätte ich jetzt pauschal gesagt, aber ja. Ah ja, okay, wir müssen kurz Globox holen. So, Globox. Kleine haben die komische Höhle in Brunnen gekommen. Geh und sieh. Ja, wir brauchen dich. Er muss den Regentanz hier vollführen. Und ja, der braucht ein bisschen. Da bin ich jetzt selbst im Handstand schneller unterwegs. Der Witz ist, ich kann nicht im Handstand gehen. Damit müssen wir jetzt, glaube ich, alles haben. Wie gesagt, der Tentakel. Ja. Wurde von Carmen vertrieben. Und Globox wird gleich seinen Regentanz vollführen. Hoffentlich kommt er ja hinterher. Wahrscheinlich war ich ein bisschen zu schnell. Ja, sieht so aus. Ah. Also dann, Globox. Da ändert sich instant die Musik. Dankeschön. Okay, holen wir uns die zweite Maske. Wenn ihr dachtet, der erste Boss von der Maske wäre schon einfach, dann macht euch auf den zweiten gefasst. Ich will nicht zu viel spoilern. Ah, nice Intro. Darunter sollten wir noch nicht gehen. Wir brauchen ja wie gesagt noch die Helikoptergleitfähigkeit. So. Warnung, Labyrinth! Wenn du verloren gehst, rufe sofort die hilfsbereiten Robos. Mit was denn rufen? Mit der Stimme? Ah,
Aha. Ach, der Gelbe. Kamehameha. Noch einer. Kamehameha. Kamehameha. Jedes Mal eine andere Aussprache finden für Kamehameha. Oh, goldene Faust. Das Ding ist pingelig. Da brauche ich mir, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube eine Pflaume. Aus irgendeinem Grund sind Pflaumen hier lava-resistent. Frag mich nicht wie. Ist so. Schuklamm. Also so geht's schon mal nicht. Nee. Deswegen will er aber auch nicht auf das Ding ziehen. Auf das Pflaster. Jetzt hat. Damit können wir jetzt auch die goldene Faust holen. Ich habe vertrauten Geist, aber ich glaube, den können wir gerade so nicht holen. Wie gesagt, wir brauchen eine Pflaume. Weil so kommen wir da unten nicht durch. Hier unten, durch den Gang. Also müssen wir erstmal hier hingehen. Ein Hoch auf die goldene Faust. Ich glaube, da kommen wir auch so nicht hin. Nee. Wobei ich das vielleicht tatsächlich doch lieber alles angehen würde, sobald ich die Helikoptergleitfähigkeit habe. Weil so ist es sonst ein bisschen umständlich. Springe auf die Pflaume und schieß, um voranzukommen. Achtung, die Pflaume bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, in die du schießt. Gut zu wissen. Zum Greifen stellst du dich direkt davor. Wirf sie in die Luft, indem du die Kreuztaste drückst. Und wirf sie nach vorn, indem du die Quadrattaste drückst. Mit Pflaumen gehst du über Wasser und Lava. Ja. Wie wäre es, eine auf einen Pfad zu stecken? Ist sie weit weg? Schieß drauf, um sie zu bewegen. Zögere nicht, sie gegen Feinde einzusetzen. Gutes Stichwort. Hier mit dem V2-Motor unterwegs. Zwei Zylinder. Ja, und die kleinen Schuhklamps, boah. Kann ich überhaupt nicht leiden. Das sind die Mücken von Rayman 2. Klein und lästig. Die haben sogar dasselbe Geräusch. Richtig schlimm. Und ich habe wegen denen jetzt eine goldene Faust verloren. Dafür kriegen die später eine Platin-Faust. Zödele. Sollen wir da hoch? Ach, warum nicht? Ja, die Zufuhr von Stein und Feuer. Das ist nur ein... Ah, wie soll man sagen? Ein Einleitungslevel. Das ist nun noch nicht die eigentliche Zuflucht. Kommt erst. Bei Rayman sagen, dass er ein Boxer 2 Motor ist mit den Armen. Weil das sind ja parallel zum Boden, wenn man so sieht. Oder eher Reihe 2, weil... Ha, gute Frage. Ich überlege gerade, was hier alles war. Weil wenn ich mich recht entsinne, war glaube ich hier die... Zweite Zuflucht, glaube ich, hier die umfangreichste. Hm, was haben wir hier?
Boah, die ganzen Sachen. Muss ich mich erstmal wieder alles dran erinnern. Ja, hier ist, glaube ich, man kann sagen, geheimer Abschnitt. Stimmt. Ja gut, er will nicht. Kaboom. Werden. Oh, gut zu wissen. Gut, die wachsen nach. Macht zwar physikalisch gesehen keinen Sinn, aber gut für uns. Ich beschwere mich nicht. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ich glaube, der tut permanent hier. Ja, tut er. Stell dir vor, das Ding hier noch wieder runterfällt. Ach, die Plattform bewegt sich. Ich habe mich schon gewundert. Hier hat man es richtig gut, wenn man. Was soll ich hier sagen? Hier hat man es richtig gut, wenn man die Helikopterfähigkeit hat, über Lava zu gleiten oder zu fliegen. Ich möchte ungern die goldene Faust verlieren. Ich habe sie verloren. Ich habe so gejinxt. Oh Mann. Aber. Denke ich mir auch. Yikes. Ey. Oh, spinn. Ich spinn doch wohl. Kann ich. Nicht kann ich klettern, okay. Auch gut. Wie hat's geklappt? Uff, das war. War nochmal Glück gehabt. Egal, wir haben den grünen Lums noch Ding bekommen. Also alles gut, würde ich sagen. Wenn ich mich recht entsinne, hier war irgendwo eine Todesfalle. Mal schauen. Ja! Eine Spinne. Aber zwei aufgeladene Schüsse und tot. Ja, in der Tat. Oh, noch eine goldene Faust. Was haben wir hier? Einfach nur rote Looms. Auch gut.
Sodele. Also wir haben alle drei Türen jetzt gesehen. Hier müsste, glaube ich, es weitergehen, oder? Ah, mit der gehenden Granate. Ich möchte jetzt ungern meine goldenen Fäuste hier verlieren. Okay, da hätte ich Gas geben müssen. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Ja. Schon besser. Hier ein kleiner Spieß, guten Lauf. Easy. Naja, bis auf der kleine Fail vorhin, aber ja, weiß man erst dann, wenn man es erlebt hat. Beziehungsweise in meinem Fall wieder erlebt hat. Da kommt er mir abspeichern. Warum nicht? Bietet sich doch gerade perfekt an. Auch schon 41%. Boah. Gibt's hier noch etwas? Soweit ich weiß nicht, aber ich schaue gerne zur Sicherheit immer nach. Nee, es war glaube ich wirklich alles. Okay, ja, dann geht's runter. War ein nice extra Level. Ey, Pflaume! Du Pflaume, du. Okay, dann tschüss. Oh Mann. Kann ich nicht auf eine Pflaume draufsteigen, kann das sein? So. Wieder den Boxer 2 Motor hier anschmeißen, als wäre es ein Fiat 500. Der alte Fiat 500. Wollen wir hin? Gleich zwei rote Lungs. Ich müsste, glaube ich, nichts mehr sein. Nicht, dass ich wüsste. Okay, gehen wir weiter. Oh, jetzt kommt die Stelle. Ja. Die kleine Schuklamm. Von der Höhle der Albträume. Weiß nicht, ob ich ihn vielleicht so durch abprallende Schüsse treffe. Wie ich ihn das letzte Mal ausgeschaltet habe. Boah, ist auch schon ein bisschen lange her. Ah ja. So. So ging's. Einfach ihm kurz aus dem Weg gehen, dann kommt er von selber und ja. Gut zu wissen. Ja, Leute, habt ihr Bock auf Pflaume auf Stiel? Nein? Erst später? Okay.
Jetzt kommt die Zuflucht von Feuer und Stein. Gleich hier. Davor war es wirklich nur so eine kleine Einleitung. Wir sind jetzt, glaube ich, schon leichtbrüchig und kaputt. Wir fallen! Jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Ah, die Stelle. Da habe ich immer meine goldenen Fäuste verloren. Aber sie ist auch ganz nice. Passt auch perfekt hier zum, da kann man sagen, aztekischen, zur aztekischen Atmosphäre. Oder ist es eher Maya? Ich kann mich leider mit den Völkerstämmen auch nicht so gut aus, deswegen, ja. Hat auf jeden Fall etwas Indogenes. Ah, komm schon, komm schon. Die Flammen warten extra auf uns. Ist sie nicht sozial? So eine Flamme hätte ich auch gerne. Oh. Dorn-Tentakeln. Bin ich überhaupt nicht in der Fan von. Wir sagen selbst, Anime-Mädchen aus bestimmten Animes auch nein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann nicht direkt näher drauf eingehen. Das Spiel ist nur USK 6. Mist. War klar, dass es mich der Letzte erwischt. Das war so klar. Da sprechen wir später. Ach Mist, meine letzte goldene Faust und... Eieiei. Und aufpassen, die gelbe Lava sollte mir nicht berühren. Was ist genau das passiert? Jetzt wisst ihr Bescheid. Moment, hier ist eine geheime Passage. Mit einer keine schlechten Anzahl von Looms. Sehen. Ich nicht wissen, ob ich Lume erwischen. Zu hoch. Ich sehe nichts. Hier müsste es, glaube ich, auch einen vertrauten Geist geben, soweit ich weiß. Aber leider keine goldene Faust. Uff. Nice. Und jetzt geht's, glaube ich, auch schon runter, oder? Ja. Müsste, glaube ich, alles gewesen sein. Ja, gehen wir runter. Ach, die Dinger. Aber sehr nice Level-Design. Muss man echt Props geben. Mist. Trefferquote minus 100%. Los, schnell.
verarschen diese Mücken. Ich nenne es einfach mal Pseudomücken. Das sind zwar keine Mücken, aber das einzige, worin die sich unterscheiden, ist vom Aussehen. Der Rest sind die gleich. Klein und nervig. Und mit einem Schlag besiegbar. Ja komm, mach mir hier ein Feuersandwich. Zwischen zwei Flammen ein Rayman. Schmeckt bestimmt lecker. Rayman muss seine Trefferquote verbessern. Das war gerade miserabel. Ich überlege gerade, für was wir den violetten Looms hier nochmal brauchen. Jetzt kommt hier der Rat von Murphy ins Spiel. Auf die Flamme schießen. Komm zu, Papa. Macht zwar physikalisch keinen Sinn, aber ich beschwere mich nicht. Diese kleinen Schuhklaps. Boah, hier ist was dramatisch. Seht ihr die Statue da vorne? Das ist der Boss. Um nochmal auf einen Hyperdimension Neptunia-Part anzuspielen. Ich weiß nicht mehr, welchen Part es war. Das war auch schon ein bisschen länger her. Müsste, glaube ich, vor Part 30 gewesen sein, soweit ich weiß. Aber ja, dramatische Musik für einen undramatischen Gegner. Beziehungsweise, wenn man es so sieht, ja. Dramatische Musik für einen undramatischen Boss. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, immerhin zerstört. Immerhin etwas. Was ist denn los mit mir? Ah, da wäre der Looms. Jetzt dürfen wir das Ding erstmal jagen. Den Körper Looms jagen, als wär's. Okay, wobei. Nee, doch nicht. Ui. Dramatische Musik für einen undramatischen Gegner, Leute. Ich überlege, wie der nochmal hieß. Umbär? Ja.
Ja, Umber. Wächter der Zuflucht von Stein und Feuer. Und wie gesagt, das ist der wahrscheinlich einfachste Boss. Wahrscheinlich von der gesamten Videospielindustrie gefühlt. Auf jeden Fall der einfachste Boss hier im ganzen Raven-Spiel. Was musst du machen? Dich auf seinen Kopf stellen. Er läuft in den Tod rein und... ja. Was man natürlich auch sagen könnte, ist, dass der Boss so gesehen das ganze Level war und der Wächter uns quasi uns dadurch als willig erwiesen hat und uns so halt ja zum Ding bringt. Zur Maske. Kann man natürlich auch denken. Je nachdem. Haben wir hier noch etwas? Nee. Okay. Holen wir uns die zweite Maske. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Aladdin. Ja komm, speichern wir ab. Wenn sich schon die Gelegenheit anbietet. Weil ich würde sagen, dass wir hier auch schon ein paar beenden. Weil ich meine, wir werden so oder so von Need for Speed Heat fertig und so können wir immerhin ein bisschen Zeit, ja, gut machen, sag ich mal. Wird halt der Ding, da wird halt das Platzhalterprojekt, falls es dazu kommen sollte, dann auch, ja, viel wahrscheinlicher auch dann direkt an die Prospekt Heat anbinden können. Du hast die zweite Maske gefunden. Ja. Gut, Raymond, du kommst deinem Ziel näher. Noch zwei Masken und ich werde erwachen. Ja, natürlich. Standard. Aber nichts, was ich bereits nicht schon gemeistert habe. Prozent. Part 6. Wow. Das ist Play wird echt kürzer als gedacht. Ach du Schande. Platzhalter, Let's Play, wir kommen. Aber erst einmal anhören, was die zu sagen haben. Raymond, es werden immer mehr Piraten. Clark kann dir vielleicht helfen. Schnell und triff ihn. Er wartet bei der Schädelhöhle auf dich. Die Schädelhöhle. Da geht's, glaube ich, auch schon zum nächsten Gebiet, so wie es aussieht. Finde Clark am Strand in der Nähe des Piratennestes. Benutze den Globox-Brunnen, um ihn zu finden. Das war gerade aber sehr schnell Ding ausgesprochen, ohne wirkliche Pausen. Also bei dem Satz hier. Aber ja, wie gesagt, beenden wir hier den Part. Im nächsten Part gehen wir dann zur Schädelhöhle. Und da, soweit ich weiß, kommen wir dann auch zum nächsten Gebiet. Ja, müsste glaube ich auch schon das letzte sein. Und ja, mal schauen, was wir dann alles machen werden. Soweit ich weiß, dürfen wir dann auch so ein bisschen, ja, Space Invaders Raymond 2 Edition spielen. Seid dann gespannt darauf. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, also bitte ein Like da. Und falls ihr dann in der ersten Tausenden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram und Name steht unten in der Beschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin. See you.